Hallo ihr Lieben, hier bin ich für euch mit dem Engel-Orakel für die Woche vom Montag, dem 12. November bis zum Sonntag, dem 18. November 2012. Wie ich ja schon angekündigt hatte, bin ich zurzeit unterwegs auf Reisen, habe aber heute Abend mal Zeit, im Hotelzimmer diese Aufnahme zu machen. Habe deshalb auch keinen sehr kreativen Hintergrund, aber für viele ist ja interessant, auch mit welchen Orakelsets ich immer arbeite. Und deshalb sind die hier auch gut zu sehen. Das sind die, die ich einfach auch mit auf die Reise genommen habe. Und ich werde für die kommende Woche das Orakel legen mit Hilfe von 3 Engel-Orakelkarten für jeden Tag. Und wollte eigentlich eine übergreifende Information haben für die Woche, also ein übergreifendes Thema von Erzengel Raphael, und es sind 2 Karten rausgefallen. Das Gute ist, dass die Botschaft dadurch in Summe sehr, sehr klar für mich geworden ist, und ich hoffe, ich kann euch das dann auch so klar rüberbringen, was jetzt in der kommenden Woche wichtig ist. Denn das ist ja jetzt die Woche nach dem 11. November, wo wir ein großes Energieportal hatten und wo neue Energien eingezogen sind. Interessanterweise werden oft erst 1-2 Tage vor diesen Portalen Informationen im Internet gefunden, Channelings aus der geistigen Welt, die ein bisschen konkreter sagen, was uns da erwartet. Das werde ich nochmal nachtragen, denn wie gesagt, jetzt auf Reisen konnte ich das nicht mehr so vornehmen, hier vorbereiten, weil ich dazu die Gelegenheit nicht hatte. Aber ein paar Sachen kann ich jetzt auch während dem Reading kurz sagen, die jetzt auch nochmal mit dem 11. November zusammenhängen. Ja, für Montag, Dienstag der kommenden Woche habe ich folgende Karte gezogen aus dem Engel-Orakel für jeden Tag, und das ist die Karte Freude. Ja, wie ihr seht, ist da ein Engel, der quasi auf einem Delfin reitet, und ich denke, Delfine sind wirklich eine pure Freude anzusehen, und die strahlen wahnsinnig viel Liebe aus und Wärme und Unbeschwertheit, Verspieltheit auch. Und deshalb sind sie natürlich ganz schön für so eine Karte mit dieser Botschaft, so an sich, sage ich mal. Die Karteninschrift lautet wie folgt: Freude. Freude ist die höchste aller Energien. Sie ist das köstliche Gefühl, dass alles möglich ist. Freude entspringt der Dankbarkeit für die Geschenke, die jeder Augenblick des Lebens bereithält. Freude erlaubt dir, deine gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen in ihrer höchstmöglichen Form anzuziehen und zu kreieren. Das ist eine wunderbare Karte jetzt für den Auftakt dieser Woche, und ich stelle sie mal hier hin. Und ihr werdet das im weiteren Verlauf des Readings noch besser sehen können, was das bedeutet. Also ich denke, nachdem wir alle Wochen und Monate hinter uns haben, wo es sehr, sehr oft auch anstrengend war in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, wir haben über viele Dinge nicht mehr so die Kontrolle, wir sind sehr stark gefordert, von der geistigen Welt an uns zu arbeiten, das Alte loszulassen, kehrt jetzt nach dem Portal ganz offenbar positive Gefühle ein, also oder werden dominanter. Vorher waren die auch da, aber die waren nicht die führenden Gefühle ganz oft. Ich denke, das haben viele von euch sicher ähnlich empfunden wie ich auch. Und jetzt kommt die Freude wieder in unser Leben, ja? Also die Freude am Höchsten, am Sein. Und dadurch, dass wir Freude leben und dass wir uns auch jetzt bewusst auf Freude fokussieren und jetzt wirklich auch diese Ängste loslassen, nicht alte Ängste, sondern auch die Ängste, was kommt da auf mich zu? Was ist das Ungewisse, was jetzt kommt? Das wirklich jetzt in Freude zu verwandeln, auf das, was kommt, die Freude, nach Hause zu gehen zu Gott, und die Freude, jetzt wirklich ins Licht zu gehen, euch wirklich daran zu freuen und die Freude auch mit euren Freunden, eurer Familie zu teilen und sich auf die Freude zu fokussieren. Das ist die Kernbotschaft dieser Karte. Jetzt geht es darum, Freude zu sein, positive Energie zu haben und zu versprühen. Das ist extrem wichtig. Und warum ist das so? Das verrät eigentlich schon die nächste Karte für Mittwoch, Donnerstag dieser Woche. Das ist die Karte Wage es. Und wir sehen einen Engel, der ein bisschen abenteuerlich aussieht, wie ich finde. Der hat so ein bisschen Proviant gepackt. Nee, eine Katze hat er hier. Eine Katze hat er hier auf dem Pferd sitzen. Und das Pferd ist auch ganz, das Einhorn ist ganz festlich gekleidet. Also das sieht aus wie so ein kleiner Triumphzug hier. Da sind auch noch andere Tiere, vorwiegend wohl Raubkatzen, die das Ganze beobachten hier. Die ja auch spirituell, sehr spirituell sind. Und halt ein Engel, der ziemlich überlegen und siegessicher reinschaut. Und die Karteninschrift sagt: Wage es. Deine Gebete und positiven Erwartungen sind gehört und beantwortet worden. Wir haben seit ihrer Entstehung mit dir gemeinsam an dieser Situation gearbeitet. Und wir werden weiterhin über dich und jeden wachen, der daran beteiligt ist. Bleib auf deinem Weg, da er dich tatsächlich sehr weit bringen wird. Diese Karte, habe ich das Gefühl, hat damit zu tun, dass wir alle
in den letzten Wochen uns natürlich überlegt haben, noch aufgefordert wurden von der geistigen Welt, zu definieren, was wünschen wir uns eigentlich? Wie soll das neue Leben aussehen, das wir brauchen? Und jetzt sollen wir es eben wagen, das auch anzugehen, das positiv in unserem Leben zu manifestieren. Und dafür ist die Freude ein ganz wichtiges Vehikel. Weil nur wenn wir uns in einer sehr positiven Stimmung befinden, können wir auch das Neue manifestieren in unserem Leben, können wir das Neue schaffen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, das jetzt hier in Verbindung zu bringen. Und das muss vorausgehen, bevor wir wirklich jetzt den Schritt nach vorne gehen können. Und wir haben die volle Unterstützung der geistigen Welt. Und die geistige Welt sagt uns auch positive Resultate für unsere Vorhaben voraus. Sie sagen, ja, du schaffst es, wage es, es wird gut gehen. Also wenn ihr etwas geplant habt, ein neues Projekt, einen neuen Job, vielleicht wollt ihr euch selbstständig machen. Vielleicht wollt ihr irgendeine neue Unternehmung planen oder anderen helfen oder es wird euch ein Projekt einfallen, das euch wichtig ist und das Bedeutung hat, dann sagen die Engel, geht es jetzt an. Ja? Und auch das wird nochmal abgerundet. Es führt im Moment auch wieder in dieser Woche alles eins zum anderen. Es rundet die Woche ab, denn die Karte für das Wochenende ist perfektes Timing. Und die Karte sagt ganz klar, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, deine Inspiration in die Tat umzusetzen. Die Türen sind weit offen, während du sie in unserer Begleitung durchschreitest. Zögere nicht und schiebe nichts auf, da alle Ingredienzien reif sind für deinen Erfolg. Alles und jeder ist auf deiner Seite und unterstützt dein erwünschtes positives Resultat. Ja, also ein Wahnsinnsblatt für die kommende Woche. Ihr seht, ihr könnt also wirklich die Dinge angehen. Ihr könnt jetzt wirklich nach vorne gehen, denn der Zeitpunkt ist jetzt genau richtig. Ja, und ihr habt einen Grund zur Freude, weil es wird gut gehen. Es wird jetzt vorangehen. Ihr werdet jetzt spüren, dass wir in ein neues Zeitalter gehen. Dass jetzt die Dinge positiv werden. Ja, und dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo ihr vielleicht euch vorher blockiert gefühlt habt, was ich schon sagte. Auch deprimiert dadurch, dass ihr gemerkt habt, ihr könnt die Situation nicht mehr so kontrollieren wie vorher, weil ihr immer darauf zurückgewiesen wurdet, nein, es muss erst das göttliche Timing stimmen. Und ich kann sehr mit euch fühlen, denn auch ich habe mich immer gefragt, ja, wann ist das göttliche Timing? Und man bekommt nie eine Antwort. Das ist jetzt die Antwort, glaube ich, auf viele Fragen, die wir hatten. Wann ist das göttliche Timing? Jetzt, diese Woche. Gibt es ein göttliches Timing, das euch nach vorne bringt bei allem, was euch wichtig ist? Und ich habe, bevor ich hier dieses Wochenorakel gelegt habe, für mich selber in meiner persönlichen Situation auch die Karten gelegt. Ich habe die vorgestern Abend, glaube ich, gelegt zu einer bestimmten Situation. Und ich habe beide Karten, das war die erste Karte, die raussprang, hier die perfektes Timing, und die sprang als zweites oder drittes sofort raus. Ja? Also das ist jetzt einfach offenbar eine Energie, die freigesetzt wird, die Dinge jetzt anstößt. Und das ist bei mir auch passiert. Also heute habe ich ganz heftig und unterbewusst, also relativ unbewusst, Dinge angestoßen, die für mich wichtig waren. Das ist auch heftig gewesen, weil ich habe vielleicht, hätte ich irgendwie gesagt, nee, kannst du nicht machen. Aber ich habe einfach, ist nach vorne gedrückt. Ich habe einfach auch an der Stelle überreagiert, aber die Dinge sind dadurch ins Laufen gekommen. Und das sollte offenbar so sein. Und sogar die Person, mit der ich das besprochen habe, die hat mir sogar abends noch zurückgemeldet, das sollte jetzt irgendwie so sein. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Gott hat einen zeitlichen Plan und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt muss das sein. Und jetzt verstehe ich das alles. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, ja, hast du da jetzt so viel Druck ausgeübt oder irgendwie was? Nein, 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 es ist das richtige Timing, es jetzt zu tun, es jetzt zu wagen. Und die Engel sagen ganz klar, es wird erfolgreich sein. Also ich gebe das an euch weiter. Auch ich hatte erst das Gefühl, naja, ob das wohl gut geht, aber macht es, tut es, geht nach vorne. Und was im Moment auch wichtig ist, dazu habe ich ja als Engel Raphael gefragt, was ist wichtig für uns auf der Heilungsebene? Und da sagt er ganz klar, halte dich fit. Die Inschrift lautet, lieber Erzengel Raphael, oder ist eher ein Gebet, danke, dass du mich motivierst und zu einem Fitnessprogramm führst, das zu meinem Terminplan, Interessen und Budget passt. Und das ist nochmal wichtig, denn wir werden jetzt seit dem Energieportal 11.11, also von diesem Portal an bis zum Energieportal 12.12, am 12.12., wird unser Körper sich stark verändern. Also jetzt gar nicht so für uns sichtbar, aber der Körper braucht viel Flüssigkeit, viel Wasser. Das habe ich heute noch gelesen in einem Bericht zu diesem Energieportal. Und sehr viel Fitnessprogramm stand da klar drin. Also sehr viel Bewegung, sehr viel Movement, wirklich Workout auch. Also tut was für euren Körper, damit es euch gut geht und damit ihr jetzt
auch anfangen, diese Energien, die den Körper transformieren, die die DNA auch umwandeln. Und ja, im Endeffekt auch wird das euch verjüngen, langfristig auch dieses Programm. Tut jetzt was für euren Körper, um ihn zu kräftigen, um ihn fit zu halten, um ihn zu bewegen, damit er nicht einrostet jetzt, gerade in der Winterzeit, sondern damit wir jetzt einfach Power bekommen. Ja? Und wir brauchen auch die Power, wir müssen in Bewegung kommen. Wir müssen jetzt einfach uns kräftigen, weil wir dann unsere Power noch mehr spüren und damit die jetzt hier reinkommt. Vielleicht waren einige von euch auch in einer gewissen Stase, in einer gewissen Lähmung. Also ich kann es gut nachempfinden, wenn man das Gefühl hat, man hat die Dinge nicht immer unter Kontrolle, dass man so ein bisschen auch durchhängt. Und jetzt heißt es aber nein, hängt nicht durch. Freut euch, geht nach vorne, aber haltet euch auch fit, damit der Körper jetzt auch die Kraft hat, das alles zu leisten, was kommt. Und die zweite Karte, die kam, war die Karte Bio-Lebensmittel. Und die Inschrift sagt, lieber Erzengel Raphael, danke, dass du meinen Wunsch unterstützt, mich biologisch zu ernähren. Auch das ist nochmal ein Hinweis, der Körper braucht jetzt besonders gute Nahrung und auch langfristig. Also wer das noch nicht getan hat, schaut doch mal, ob es für euch möglich ist, stärker auf Bio-Lebensmittel zu setzen, die also wirklich aus dem kontrollierten biologisch-dynamischen Anbau kommt. Und da solltet ihr auch schauen, welche Labels das garantieren können. Das ist aber dann natürlich eure Entscheidung, wie weit ihr da gehen wollt. Und wenn ihr schon mal mit ein paar Dingen, zum Beispiel Obst, Gemüse, anfangt, das im Bioladen zu kaufen oder beim Biobauern bei euch um die Ecke oder auf dem Land, das lohnt sich auf jeden Fall. Und oft ist das Biogemüse und Bio-Obst, je nachdem, was es gerade ist, gar nicht viel teurer als das, was ihr im normalen Supermarkt bekommt, aber die Qualität ist viel besser. Fangt schon mal an, vielleicht Teile umzustellen und sukzessiv weitere Dinge umzustellen, wenn es geht. Das empfehlen einfach die Engel, weil das einfach viel gesünder ist und viel mehr Nährwert hat, viel mehr Energie hat als alles andere, was vielleicht mit Pestiziden besprüht worden ist oder gedüngt worden ist oder im Treibhaus hochgezogen worden ist. Also das ist extrem wichtig, weil wir sind, was wir essen, ne? Und also beide Karten sind sehr wichtig jetzt, damit ihr euch auch körperlich wohlfühlt. Das ist eine klare Botschaft von Erzengel Raphael. Und ja, das gebe ich hiermit weiter und freue mich, wenn ihr so gestärkt dann die kommende Woche angehen könnt. Und freue mich auf eure Resultate, die ihr wahrscheinlich damit erzielt, weil das ist eine richtige Power, ein richtiges Power-Setting in dieser Woche. Ja, alles Liebe von meiner Seite, macht's gut und bis bald. Tschüss!